Herzlich willkommen zum Videotutorial zu GeoGebra zum Thema Quadrate Teil 2. Im ersten Teil habe ich Ihnen erzählt, wie man ein Quadrat konstruieren kann, das eine stabile Lage hat. Das heißt, die Seiten sind immer senkrecht und waagrecht. Es ist mit einem Punkt beweglich und die Seitenlänge bleibt konstant. Heute möchte ich zwei weitere Quadrate mit besonderen Eigenschaften konstruieren. Das erste soll mit einem Punkt beweglich sein, allerdings drehbar. Und die Seitenlänge soll immer einen konstanten Wert von 3 Längeneinheiten haben. Ich fange mal an mit einem Punkt A. Der Punkt B muss ja, wenn ich meinen Vorgaben folgen will, einen Abstand von 3 Längeneinheiten zu A haben. Wie erreiche ich das zeichnerisch? Im Grunde genommen ist das Einfachste hier, einen Kreis zu verwenden. Ich könnte zum Beispiel das Zeichenwerkzeug Kreis mit Mittelpunkt und Radius verwenden und ihn dann um A zeichnen. Allerdings geht es bei diesen Tutorials zum Thema Quadrate auch um die Anwendung von Textbefehlen und deshalb wollen wir das Ganze durch eine Eingabe in der Eingabezeile vornehmen. Ich möchte einen Kreis zeichnen und dazu brauche ich den Befehl Kreis. Ich fange an zu tippen und nach 2 Buchstaben erkennt GeoGebra bereits, welchen Befehl ich möchte. Ich drücke die Eingabetaste, Return-Taste und der Befehl wird übernommen und der Cursor landet in den eckigen Klammern, wo ich einige Dinge angeben muss nun. Wer nicht weiß, wie der Befehl Kreis verwendet wird, kann mit Hilfe der Taste F1 sich anzeigen lassen, wie der Befehl verwendet werden kann. Hier werden verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gezeigt und wir werden die erste Option wählen, nämlich Angabe des Mittelpunktes und des Radius. Also, Mittelpunkt ist A und der Radius soll 3 sein. Ich erhalte einen Kreis C, von dem hier die Gleichung angegeben ist und auch in der Zeichnung ist er zu sehen. Nun möchte ich einen Punkt B zeichnen, der auf dem Kreis drauf liegt. Auch das könnte ich natürlich wieder mit den Zeichenwerkzeugen machen, aber es geht auch mit folgendem Befehl. Und zwar geht es um einen Punkt, also nimmt man den Befehl P wie Punkt. Auch hier wird mir wieder vorgeschlagen, ich drücke Return, um mir das Tippen zu ersparen. Wie wird der Befehl Punkt angewendet? Ich gucke mir wieder die Hilfe an mit F1 und sehe, dass zum Beispiel hier oben die Möglichkeit gibt, Punkt in Abhängigkeit von einem Objekt zu wählen. Wenn ich das hier mache, nämlich den Namen C meines Kreises angebe, erhalte ich einen Punkt, der auf dem Kreis C liegt. Wir probieren es aus. B kann nur auf dem Kreis bewegt werden. Und wenn ich A bewege, wird B mit verschoben. Der Kreis ist hier nur eine Hilfskonstruktion, deshalb mache ich ihn durch Klick auf diesen Kreis hier vorne unsichtbar. Ja, und das ist im Prinzip schon das Wesentliche, was ich machen musste. Ich kann natürlich jetzt das Quadrat noch weiter konstruieren, allerdings reicht es, wenn man hier das Werkzeug regelmäßiges Vieleck nimmt und die 2 konstruierten Punkte verwendet. 4 Ecken möchte ich und schon habe ich ein Quadrat, das beweglich ist, aber auch drehbar, jedoch mit konstantem Radius, konstanter Seitenlänge. Das war das erste Quadrat. Nun ein weiteres. Übrigens, um möglichst schnell das Feld frei zu bekommen, kann ich natürlich hier unter Datei ein neues Fenster öffnen. Ich kann aber auch einfach den Punkt A löschen. Wenn A gelöscht wird, verschwinden alle Objekte, die von A abhängen, mit. Also die gesamte Zeichnung. So, das nächste Quadrat, das ich haben möchte, muss auch wieder mit einem Punkt beginnen. Es soll ein
konstante Lage haben. Das heißt, in diesem Fall möchte ich gerne wieder senkrechte und waagrechte Seiten haben. Aber die Seitenlänge soll nicht festgelegt sein. Überlegen wir uns, wo der Punkt B liegen muss. Im Grunde genommen kann B beliebig auf der gleichen Höhe von A liegen. Zeichnerisch lässt sich das mit Hilfe einer Gerade festlegen. Und zwar zeichne ich eine parallele Gerade durch A zur x-Achse. Der Befehl Parallele gibt es als Zeichenbefehl für die Eingabezeile nicht. Wir probieren es aus, indem wir parallel tippen. Da gibt es nur den Befehl Senkrechte. Wir schauen uns, wie Senkrechte verwendet werden kann, an. Punkt senkrechte Gerade oder Punkt senkrechte Strecke. Das heißt, wenn ich hier meine gewünschte Gerade zeichnen will, die parallel zur x-Achse ist, muss ich eine senkrechte Gerade durch A zur y-Achse zeichnen. Also A, y-Achse als Name. Kein Strich, sondern einfach hintereinander tippen. Bewege ich A, wird natürlich die Gerade mitbewegt. Wie schon vorhin, als ich B auf dem Kreis eingetragen habe, kann ich auch hier den Punkt B auf die Gerade A legen, indem ich Punkt und in Klammern A schreibe. Nun bewegt sich A mit B mit. B ist immer auf der gleichen Höhe, aber B ist beweglich. Ich mache die Gerade A jetzt unsichtbar. Ich habe vorhin schon gezeigt, das kann ich mit diesen Knöpfchen hier machen. Oder indem ich rechts auf die Gerade klicke und auf Objekt anzeigen gehe. Ein Klick hier drauf lässt das Objekt unsichtbar werden. Und dann wieder, wie vorhin, kann ich das Werkzeug regelmäßiges Vieleck anwenden, um ein Quadrat zu erhalten. Das Quadrat ist jetzt beweglich. Es kann die Seitenlänge verändern, aber es ist nicht drehbar. Ja, so viel zum Thema Quadrate, zum zweiten Teil. Eine weitere Konstruktion gibt es demnächst. Viel Spaß beim Ausprobieren.